Co-Trainer wird am Kopf getroffen, bricht blutend zusammen. Shut up, John. Yo, Kartoffelfreunde. Ja, ich musste flüstern, weil Alex nicht so laut hören möchte. Was? Keine Ahnung. Oh je, oh je. Ja, ich nehme gerade mal eine Runde Poker-MMO mit dem guten Alex Maestro, aka Topra the Boss auf. Ist richtig ausgesprochen. Ja. Gut. Passt. Jetzt, ich werde hier gerade angelabert. Nein, ich will nicht mit Professor Eich mit. Ah! Gut, also er hat sich jetzt Poker-MMO gerade gezogen. Und wir spielen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar vor der guten alten Höhle. Lovely Potato found 1TM09. Gut, ich habe ein Item, eine Attacke gefunden. So, und wir sind hier einfach in dieser Heslon-Höhle. Und kämpfen jetzt gegen so einen Gärtner. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich darf jetzt gleich wahrscheinlich mein Pokémon aussuchen. Hallo übrigens auch für die Leute auf meinem Channel. Wie geht's euch? Ich hoffe doch gut. Schreibt's mir in die Kommentare. Gut, dann mal. Alter, hier läuft ein Mr. T rum. Was geht denn ab? Ja, der die Mister. Sehen teilweise richtig witzig aus. Der Mr. Robotic. Der darf sich jetzt auch ein Pokémon aussuchen. Mein Feind heißt übrigens Marcel. Ja, und meiner heißt leider noch von damals, glaube ich, Kushina. Ah, okay. Be patient, Marcel. You can have one too. Welches Pokémon nehme ich bei dir? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, welches ich nehme. A Charmander is your choice. You should raise it patiently. Vigadio Oblivioso. Ich will erst mal gucken, was es noch gibt. Ein Shiggy. Ui. Ein Squirtle. Squirtle. Oh, lala. Squirtle. No. Noch will ich's nicht. I see. Also ich habe Shiggy schon. Nur mal so, falls du dir die Frage stellst. Die Namen auf Englisch, Alter. Die sind voll geil. Übel, Mann. Ach nee, ich glaube, ich nehme Glumanda. Wie heißt Glumanda? Charmander. Oh, charming, wie mein Charakter. Oh Gott. Alex. Der war richtig schlecht, gell? Ja, aber ich kenne dich ja nicht anders, deswegen alles in Ordnung. Richtig. So, jetzt bin ich mal gespannt, was nimmt. This Pokémon is really quite energetic. Ach so, hier in der Höhle kann man angegriffen werden. Oh, Zubat. Wie heißt der auf Englisch? Zubat. Okay, da ist denen wohl auf Deutsch kein besserer Name auch eingefallen. Okay, du hast Shiggy genommen übrigens. Passt. Ich habe auch Shiggy. Ja, hier jetzt meine ich. Nein, ich habe aber auch wirklich Shiggy. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja gesagt. Oh, geil. Es passt so perfekt. Ups, ich mach Turtle Tackle gegen Zubat. Critical Hit. Oh. Wait, Topra, let's check out our Pokémon. Come on, I'll take you on. Ja, er wird dich übrigens beim ersten Fight ficken. Das glaubt auch nur der. Der kann das man bin mal ich, der kann nur gewinnen. So, ich würde mal sagen, wir reden. Alter, ohne Scheiß, der sieht auch ein bisschen aus wie du. Danke. Ich bin dafür, wir reden erstmal über ein Thema, was zurzeit ziemlich interessant ist. Mhm. Wie zum Beispiel. Jetzt muss ich erstmal die Bildseite aufmachen. Die Bildseite. So, bild.de. Was haben wir denn hier so? Vater von Ursula von der Leyen tot. Du solltest halt schon irgendwas Ehefrau nehmen. Zeigt Bushido an. Schon 2010 sagte er in seinem Interview, ich sage es ehrlich, ich habe schon mal eine Frau geschlagen. Das klingt doch interessant. Bushido kennt doch bestimmt alle von uns. Ja. Und das ist Bushido. Auch nichts Neues, dass der Frauen schlägt. Okay, gut, dann ist das bestimmt wieder langweilig. Keine Ahnung, ob das langweilig ist, aber ich würde irgendwas Aktuelleres nehmen. Feuerzeugskandal auf Schalke. Was? Ja, ich habe ihn besiegt. Warte. Co-Trainer wird am Kopf getroffen, bricht blutend zusammen. Von einem Zippo-Feuerzeug. What the fuck? Ich meine, die Dinger sind schon schwer, also muss man schon 8 geben. 8? Obacht! Obacht! kennst du von Joko und Klaas dieses... Ho! Ho!
Hast du das geguckt? Ich kenne nur Luft. Luft? Nee, sagt mir nichts. Nicht, wo er in Finnland war, bei Duell um die Welt. Ja, nee, das weiß ich nicht. Oh, schade. Jetzt muss ich schon wieder hoch, weil mein... Wie heißt nochmal die Weiterentwicklung von Shigi? Shillock oder so, ne? Ja, ich glaube. Ja, der ist schon wieder fast tot. Das ist jetzt aber nicht so. Das Gute ist, man kann mit der Maus die Pokémon so hin und her ziehen, rechts im Inventar. Das heißt, du musst die nicht irgendwie wieder so mühsam sortieren wie damals immer mit dem Nintendo. Okay, das stimmt. Mich würde mal interessieren, aus welcher Zeit die ganzen Zuschauer kommen. Also, den ersten Gameboy, den ich hatte, das war ein Gameboy Color. Mhm. Und du? Dito. Also den ersten eigenen Gameboy, den ich hatte. Also ich habe auch schon die Generation davor gekannt. Aber den ersten eigenen, den ich mir selber gekauft habe, war ein Gameboy Color. Den habe ich heute sogar noch. Ja, ich nicht mehr leider. Ich habe noch einen Gameboy Advanced. Ja, die waren auch cool. Also schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was eure erste Konsole oder irgendwas war. Also Konsole, wie heißt das? Ja, Gameboy... was gibt's noch? Computer, ob ihr den Computer zuerst hattet oder was gab's noch? Lol. Einfach mal One-Hit. Läuft bei dir. Nee, ich wurde getötet, One-Hit. Was gibt's denn noch? Das gibt Copyright-Probleme. Mit was? Mit der Musik. Nö. Ach ja. Bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt. Oh, ich werde angegriffen von einem Taubsi. Magneton benutzt Donnerschlag. Ich bin paralysiert. Ich kann nicht angreifen. Er benutzt Donnerschlag. Dichtung und Wahrheit, die Jagd nach Osama Bin Laden. Ach, der wird tot. Oh, Glück gehabt. Okay, ich sollte aufhören, die Musik zu singen. Silvi, Sarah und Dalma, die heißesten Wetten-das-Momente. Ich dachte, das wäre schon lange abgesetzt. Ist es auch, aber die wollen wahrscheinlich noch so ein bisschen. Also jetzt noch so bis Ende des Jahres oder wie, so einen guten Jahresabschluss abliefern? Keine Ahnung, und ich glaube, ich werde hier sterben. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Digitalbild. Hier wohnen die Smartphone-Muffeln. Boah, wie heißt dieses? Ach, Raupi heißt es, gell? Das Raupenvieh. Ja, genau. Caterpie. Was WhatsApp über seine Nutzer verrät. Das interessiert mich. Ja, Mann. WhatsApp ist hervorragend zur Überwachung der Privatsphäre seiner Nutzer geeignet. Okay. Das ist das scharfe Urteil einer neuen Studie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen in Nürnberg. Ah nee, Universität in Erlangen-Nürnberg. So. Grund, die Messenger-App erlaubt es den Anwendern nicht, den eigenen Online-Status zu verbergen. Das ist jetzt natürlich so tragisch. Wir gehen jetzt alle heulend in unsere Ecken und heulen. Ist das ein Deal? Ja, können wir machen. Ja, okay, aber ganz ehrlich, das mit dem Datenschutz, das mussten wir doch schon wissen, als man sich das erste Mal die App runtergeladen hat. Naja, keiner liest sich die Datenschutzbestimmung durch. Ja, natürlich nicht. Vor allem, wenn du mal überlegst, wenn du Apps installierst, auf was die alles Zugriff haben, das ist abartig. Ja, das weiß ich, das ist wirklich, dann bei den Samsung-Handys muss es ja so, da muss immer noch die Erlaubnis gegeben werden und dann steht da, wir würden gerne auf da und da und da. Ja. Ist ja auch bei den Facebook-Apps so, die wollen ja gerne da und da und da und da drauf zugreifen. Ja. Boah, was ich bei den Facebook-Apps richtig mies finde mittlerweile, also es gibt ja diese Messenger-App und ja. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass du die haben musst. Ach so, das ist aber schon lange so. Ja, nicht so lang. Also die App gibt schon eine Weile, aber der Zwang, dass du die nutzen musst, ist noch nicht so lang da. Aber was halt auch krass ist, die bringen halt jede Woche ein, zwei Updates raus, um halt die negativen Bewertungen wieder wegzukriegen. Echt? Ja, ja. Ja, das liest auch dauernd in den Kommentaren. Nee, ich schließe mir das nicht immer durch. Ich hab's mal gemacht eine Zeit lang. Da stand halt immer, ja, yeah, immer neues Update wegen negativen Bewertungen. Okay. Ja, es ist halt schon auffällig, wenn alle Woche ein Update kommt und sich nicht. Aber ich meine, ganz ehrlich, mich juckt das auch nicht. Weißt du, die haben so viele Informationen. Ja. Wieso sollte die jetzt ausgerechnet mich interessieren? Das ist doch völlig schwachsinnig. Ja, schon. Aber
Boah, ne, scheiß doch dann darauf einfach. Die Leute, die brauchen irgendwas, über das sie sich aufregen können, verstehst du? Sonst ist das Leben ja langweilig. Ja, stimmt. iPhone 6 Selfie-Kamera verursacht Shitstorm. Nutzer beschweren sich über die verrutschte Kamera. Oh nein. Ja, dann dürfen sie halt nicht so viel zittern. Nee, da ist die Linse ist nicht in dem vorgesehenen Hülle. Hm. Noch sowas. Oh. Weißt du, du wirst die ganze Zeit nicht einmal angegriffen, ne? Und jetzt alle 2 Minuten. Ich werd gerade auch die ganze alle zwei, Zeit. Alle 2 Schritte. Aber ich schlag mich bis jetzt ganz gut. Ich hab noch halbes Leben, läuft. Du bist ein richtig harter Ficker, weißt du, ich beneide dich manchmal echt. Ich hätte auch gerne nur noch ein halbes Leben. Ich habe nämlich nur noch 2 mit 1/4 Leben. Ja, ich habe bis jetzt nur 1 Pokémon. Ja, ich habe 3. Ich habe die beiden Kokons da, die sich später entwickeln. Mhm. Die habe ich, da hatte ich voll Bock drauf. Okay, keine Ahnung, finde die nicht so gut. Oh, ein Schritt vom Ausgang. Hast du schon mal gefragt, welches Pokémon die am coolsten fanden? Nee, aber das mache ich nächste Folge. Weil diese Folge möchte ich erstmal wissen, was ihre erste Konsole war. Okay. Oder was überhaupt der erste Zockererfahrung war. Das interessiert mich wirklich mal, womit die ganzen Leute so angefangen haben. Ich meine, das Ding ist, bei mir war das ja damals alles so, da gab es das ja alles noch gar nicht. Ich hatte früher meine Nintendo hier, meine GameCube. Mhm. Und ein Gameboy. Und das war's. Ich hatte nicht mal ein Handy damals. Ein Handy hatte ich auch nicht. Handy hatte ich, glaube erst mit 12, aber dann auch noch so ein uralt Ding. Also ja, nicht genau. So, nicht so wie heute, so direkt iPhone und. Nee, alles ich hatte erst so ein Nokia, das Unkaputtbare. Oh. Und dann hatte ich dieses Motorola Razr, weißt du, was man früher so klappen konnte, was alle so cool fanden und unbedingt haben wollten. Mhm. Das hatte ich dann damals. Es gab doch auch eins von Nokia, was jeder haben. Also als Nokia dann sein erstes Farbdisplay. Den ersten Touchscreen rausgebracht hat. Nee, nicht das Touchscreen. Also. Das erste Farbdisplay. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Es war so ein blau-orangenes. Das hatte dann auch jeder auf einmal. Nee, das weiß ich gar nicht. Tja, aber ich war so uncool und hat's leider nicht. Ist okay, ich verzeih dir. Sei dir verziehen, mein Kind. Ja. Nee, ich hab dann, glaub ich, mit... weiß gar nicht, 13 oder so, habe ich dann einen Siemens C60, glaube ich, bekommen. Okay. Das waren dann die Teile, wo du unten so eine Kamera anstecken konntest, um Fotos zu machen. Es gab auf dem Handy eine Foto-App, aber du konntest keine Fotos machen, wenn du das entsprechende Gerät nicht dazu hattest. Das war natürlich auch sehr cool. Kannst du dich an die Cheat-Module vom Gameboy noch erinnern? Ja. Alter. Gering? Ja, die musstest du doch an den Gameboy packen. Und dann hast du dir so einen Meisterball gegeben und so. Kannst du dich da noch daran erinnern? Ja. An was ich mich auch noch erinnern kann, sich verkabeln, um Pokémon zu tauschen. Ja. Das war halt richtig nice. Ja, das waren die guten alten Zeiten. Ey, die kennen das heute alle nicht mehr. Da gab's kein WLAN. Echt nichts mit WLAN. Das Einzige, was da... Nein, nein, weißt du noch, Infrarot? Oh. Wo du damals immer die ganze Scheiße dazu geschickt hast mit Infrarot, wo du dann die ganze Zeit so eine halbe Stunde nebeneinander sitzt, um dir dann seine Lied zu schicken und heute hat jeder Spotify und Co. Digga. Okay, ich auch. Ja, ich auch, aber wie lange das gedauert hat mit Infrarot? Ja, aber es ist einfach episch gewesen damals. Ja, wenn du mal überlegst, was hatte so ein Video früher für eine... oder Musik für... eine Größe, vielleicht ein MB oder so. Nicht mal. Die hatten noch alle so 700 KB oder so. Ja, und dann hatte man noch früher auch immer diese kurzen, witzigen Dinger drauf. So, da hatten doch einfach nicht wirklich alle Lieder, sondern alle diese funny Scheiße. Diese Jamba-Klingeltöne. Ja, genau. Ja, da sind auch viele reingefallen. Hast du einen Klingelton geholt und hat 5 Wochen-Abos von je 5 Euro. Oder das hat sich einer geholt und dann alle weitergeschickt. Ja, aber das, ja. Ein Kollege von mir hatte damals echt dermaßen die Arschkarte. Der hatte Yamaha-Spiele-Abo, Musik-Abo und Hintergrundbild-Abo gemacht und der hat, glaube ich, irgendwie 300 Euro in einem Monat. Mit den alten Handys, ne? Krass. Wenn du damals ins Internet gegangen bist, so auszusehen, nein, raus, raus, raus! Oh ja, das Alter.
Und das war richtig abartig, wie teuer das dann auch war. Da hat er gerade aufgeladen, zack, war es 2 Sekunden im Internet, war es weg. Ja. So, du willst so eine so SMS schicken und dann wird so gefragt, so ja, oder dann bist du aus Versehen auf MMS gekommen und dann musstest du erstmal so 1,50 Euro für so eine MMS zahlen. Ja, Mann. Boah, ich kann mich noch an alles erinnern. Na, aber okay, die Folge ja, ist leider zu Ende, würde ich sagen. Wir sind schon drüber. Nein. Doch. Warte, ich, ja, jetzt, also jetzt ist mein Kampf vorbei. Ja, meiner auch gleich. So, jetzt laufe ich nur kurz aus dem Gras raus, damit nichts passiert. Gut. Got away safely. So. Gut. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen. Teilt das Video, wenn das würdig ist. Nein, und schaut mal bei dem guten Topura vorbei. Der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und das stützt den alten Haudegen. Und ja. Dito, gut. Ich heiße Dito ab sofort. Nein, Spaß. Und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tschüss.